Raise the Vermilion Banner. Das Banner des Feuervogels. Und damit herzlich willkommen zurück hier bei Final Fantasy Type Zero. Fearing an attack with a second Ultima Bomb, the Kingdom of Concordia, home to the Azure Peristylium, began defending the airspace over its territory and that of the Dominion of Rubrum. Concerned the war might spread to other nations, Concordia sought an immediate cessation of hostilities, but was rejected outright by the Dominion of Rubrum. With large portions of land occupied by the Empire, the Dominion was reluctant to accept a ceasefire, as that would be a silent concession to the Empire's act of aggression. The Consortium of Eight, Rubrum's supreme ruling council, spent several days debating how to recover their lost territory. Alles klar. Jetzt sehe ich bloß immer noch nicht, was wir mit der Sache zu tun haben. Do you really believe we can defeat the Empire in a full-scale conflict? We'll have to abandon our outer territories and focus on defending the capital and retaking key strategic areas. We can make up for our disadvantage in numbers with the sea. The Empire already unleashed the sea on us during this invasion. We're lucky that it wasn't a Primus. If they want to throw dirt at us, I say we just throw it right back at them. Also spielen jetzt alle mit einer LC-Team oder was? Do you really think a lessee would accede to the wishes of the Consortium? Why not? The Vermilion Bird Crystal was attacked by an enemy lessee. It was put in danger. There's no way that its lessee could refuse to aid us in this situation. And if the lessee operated by that logic, you might actually have a point. Only the Vermilion Bird Crystal has the power to direct the lessee to help us. And the wills or wants surrounding that do not a productive discussion make. Okay. Might I offer a suggestion? Nein, darfst du nicht. I understand. The cadets who were involved in the liberation of the capital were unaffected by the jammer and managed to repel the White Tiger Lassie. Can we create more soldiers with the same magic technology used to create them? Interessante Frage. Sorry, I'm late. Wenigstens höflich. You can't simply repeat what I've done with the children. And the tech itself is classified. Disclosure is out of the question. Dr. Aracia, have you learned anything about the crystal jammer? Very little, I'm afraid. I can say with certainty, though, that no human could operate the jammer. It would take a lessee. However, my scanners haven't detected any major disruptions since Lorica's little disappearing act. Based on the data, I believe that something has happened to the lessee, and the jammer is inoperable. Even if that's true, do you have an actual plan to get us out of this current mess? Just deploy the cadets. Huh? I believe that is the best way to turn the tide of battle without compromising our defenses. Also sollen wieder die Rekruten ran, oder was? Quasi meine Einheit, die ich da hatte. Would it not be seen as an expansion of the role of those defending the Peristylium? Aber jetzt frage ich mich, war diese Einheit eigentlich für diesen roten Kristall zugeordnet? Oder sind die allgemein unter allen einsetzbar? Shall we defer to the Chancellor's judgment? The Dominion's very existence is imperiled. Each of us will be put to trial.
Oder bessere Frage, sind die da gerade in dem Rat des Roten Kristalls? Ich glaube schon. Also die sind rein diesen Roten zugeordnet. Na gut, wäre auch ein bisschen komisch, wenn die auch ihren Gegnern, also diesen, von diesem weißen Tiger oder wie die da hießen, zugeordnet gewesen wären. Würde ja keinen Sinn ergeben. Ah, wie ich diese Musik vermisst habe. Diese typische Final Fantasy Musik. Die war sonst, glaube ich, immer im Speichermenü oder so hinterlegt. Ja, da stehen wir. In der Blüte unserer Jugend. Ah ja, außerhalb eines Kampfs machst du also Rollen. Können wir uns wohl das Gerücht im Kampf gegen die musikreichen Kadetten in der feuerroten Umhängen glauben, aber hier seid ihr also. Mein Name ist Aki, Kadettin der Klasse 1. Willkommen an der Akademie des Roten Peristyliums. Als erstes solltest du dich in ein Klassenzimmer begeben. Wir können dich offiziell nur dann registrieren, wenn du deinen Kommandanten getroffen hast. Bieg in der Haupthalle scharf nach links ab, schon bist du auf dem richtigen Weg. Karte auf der Akademie erhalten, öffne das Menü mit Option, sehe Karte, nächste Ziel mit einem... Was ist das denn? Ich glaube, das ist dieser Phönix. Neben allen unseren Privilegien dürfen wir auf keinen Fall unseren Pflichten vergessen, also geh schon und lass deinen Kommandanten nicht länger warten. Ja, dann schnell hin da, bevor er sich noch ins Höschen macht. Na, noch mehr Fans? Ne? Dann rein da. Die Haupthalle und dann scharf links. Haben wir dann eine kleine Sequenz? Nö. Doch? Doch, nö? Doch. Nicht so einfach das Feld überlassen. Guck, meinen Kadetten lernen und üben so hart wie schon lange nicht mehr. Aha. Gib mal fleißig weiter. An sich ist die Halle schon echt cool, aber wir sollen unseren Kommandanten suchen. Er müsste hier rein theoretisch sein. Ja, da ist er schon. Ace, ich habe schon auf dich gewartet. Bevor du offiziell zum Kadetten wirst, muss ich dir noch etwas sagen. Schieß los. Bisher werdet ihr auch weiterhin Animae für mich sammeln. Daran wird sich nichts ändern. Es gibt nur einige wenige Menschen in Oriens, die wissen, wie man... Ach Gott. Animae einsammelt. Kann man das Zeug nicht mal einen vernünftigen Namen geben? Jedenfalls, neben euch sind das die Beamten der Magiefakultät. Und noch sehr viel weniger Menschen wissen, was es mit der Animae wirklich auf sich hat. Zwei neue Kadetten werden sich heute der Klasse 0 anschließen. Über die wahre Natur der Animae wissen sie allerdings nichts. Ihr seid zwar in derselben Klasse, aber gleich seid ihr nicht. Ihr 12 seid etwas Besonderes, vergisst das nicht. Alles klar. Ich bin besonders. Ja. Ein ganz besonderer Mensch. So, hier haben wir gleich noch einen Speicherpunkt. Nehmen wir gleich mal in Anspruch. So. Überkritzeln das Ganze. Und fertig. Was ist das denn für eine Karte?
So, in diese Richtung da. Ah ja, also weiter hier lang. Das Klassenzimmer. Erwarten mich da gleich Papierflieger? Ne? So, wo ist mein Kommandant? Achso, und die zwei Neulinge natürlich. Alright, let's cut through the formalities. I am now your commanding officer, Kurosame. Commanding officer? Yes. As of this moment, you are under my command. The authorization came directly from Arch-Sorceress Aratia Alratia. From Mother? Hey, take a hike, yo! We only take orders from Mother. Got it? You're not wanted here, yo- Bitch slap. Alter. Hat's aber in sich gehabt. Oh, you son of a bitch. That hurt! Why, that's enough! Alter. This guy is pretty tough. Oh, der scheint echt was auf dem Kasten zu haben. Not for long. He said it was Mother's decision. Are you saying you won't follow Mother's orders? Satisfied? Good. Henceforth, you will execute Dominion missions under my command. When you have no assignment, you will live here, at Academia, with the other cadets. On campus? Yes. We never had to do that before. Why start now? Does that come from Mother, too? Yes. Those are Dr. Aratia's orders. Hmm. Also, Cadet Machina, Cadet Rem. Enter. Ah, das sind die beiden von dem Kampffeld da. Two new cadets have been assigned to Class Zero, starting today. Machina Kunigiri. Hello. Rem Tokimiya. Nice to meet you. Let me guess. Chaperones? Your time is yours until you receive further orders. I have high hopes for you. May the crystal guide you. Alles klar. Wir haben zwei Neulinge. Good to see you again. Thanks for the assist the other day. Yeah. Thanks so much for helping us out. Seriously, though, I can't believe Class Zero is real. Why, my friends and I were sure yourselves were just one of Academia's urban legends now we were. And you're so powerful. Just three of you took down a Lassie. Oh, which reminds me. Why were you able to use your weapons in that? Also erstmal eine Quatschtüte in die Klasse bekommen. Na toll. So. Missionsbeginn in 6 Stunden. Haben wir noch massig Zeit? Wer bist du überhaupt? Help you. Hä? Naja. Dann sprechen wir mal mit dem Mogri. Starting today, I'll be relaying mission information and instructions from the Dominion. I am the Military Operation, Organization, and Guidance Logistics Expert. Moogle for short, Kubel. Some prefer to call me the Military Operation Guide, or MOG, Kubel. You can call me whatever you want. I hope to be of service, Kubel. Whatever I want? How about... Moglin! 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 Lin! Oh, Mann. No, Kubel! No, nicht nur eine Quatschtüte, auch noch eine Nervensäge. But besides, I do have a proper name, Kubel. Hmm? What is it? Atskamine Lotayosna Iriborchi, Kubel? Das ist doch mal ein netter Name. That's too high. So nenne ich meine nächste Katze. Good enough? Kubel.
Gedenkstätte. Aha. Alles klar. So, was willst du jetzt? Info. Dann schieß mal los. Hi there. I don't believe we've met before. Nein, ich glaube auch nicht, dass wir uns kennen. My name is Deuce. King. Aria. What? Aria. So, your name is Aria? Nein, der Name ihrer Oma ist Aria, natürlich. Jetzt habe ich ja, glaube ich, aus Versehen weggeklickt. Also nicht. Nee, habe ich nicht. Ich auch gerne ab, was du nicht mehr benötigst. Ach, das ist ein Müllhändler, alles klar. Was haben wir denn, Müll? Ah. Gut, meine Heilgegenstände will ich jetzt nicht unbedingt. Was haben wir noch? Irgendwelche Waffen? Nein. Das war's, haben wir auch nicht. Alter, wie viele Charaktere gibt's denn da? Spielt man mit den allen später oder was? Ach du gute Güte. Öffne das Menü, Optionen, wenn wir ausrüsten und dagegen standen. Ja. Um ihn im Kampf zu verwenden. Ah, alles klar. Warte mal. Will ich gleich mal gucken, diese Heilgegenstände. Und zwar... Ne, wo haben wir es denn? Inventar. Also wir spielen weiter... Also quasi Ace ist und bleibt der Hauptcharakter quasi. Aber mit wem wir zusammengewürfelt werden, wird glaube ich im Laufe der Geschichte immer mal wieder anders sein. Ja, Waffen? Der hat keine Waffen? Der hat nur... Ja gut, der hat seine Kartensets. Ist der Anima rote Anima? Grüne Anima? Hä? Okay. Aber für was ist dieser Anima? Also der ist quasi ein Heiltrank. Den kann ich benutzen im Kampf, wenn ich Pfeiltaste nach unten benutze. Mit ihm. Ja. So. Jetzt hat er gesagt, da... In die Richtung. Ja. Ist hier raus? War eigentlich irgendwie ein Durchgang eingezeichnet, aber... Doch, warte mal, hier. Hier ist es doch. Mensch. So, wen können wir denn hier Respekt zollen? Sieht schon irgendwie langweilig aus, der Garten hier. Mission? Ja, gut, wenn das unsere Mission ist, dann machen wir das doch mal. What is this place? It's called a cemetery. What's a cemetery? Here we carve the names of the fallen, ja. So their legacies may live on. Zu gut Deutsch auch einfach ein Friedhof. Stellt euch nicht blöder an, als ihr seid. To retain memories of those who die before us. But I heard that the crystal removes our memories to help us, so that the living will be tied down to the dead. That's why we leave our knowing tags behind before we go to battle, as proof that we lived. If no one comes to pick up a tag. It means that person died. Ganz ehrlich, irgendwie mag ich die beiden Neulinge nicht. Is engraved here, as the name of someone who died for the Vermilion Bird. I always make sure to write down the names of everyone that I meet or go out on a mission with. Then after a mission, I check to see if there are any names I don't recognize. If there are names there that I don't remember, then I come here. Na gut. Look for the people I once knew. Sie wird mir sympathischer. But I still can't remember them. Aber er stellt sich dumm an wie ein Stück Holz.
Ja, dann machen wir mal trotzdem erstmal eine kleine Pause hier von den beiden. Ja, und danke fürs Zusehen erstmal und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Hier gleich vor Ort wieder und dann schauen wir mal, ob wir wieder jemanden auf die Fresse hauen können. Also, bis dann.